Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Projekt von mir. Ich bin Christine und wie ihr seht, spielen wir heute Amphora. Als erstes würde ich gern in den Einstellungen mal die Musik ein bisschen runterdrehen, weil die doch ein bisschen laut ist und ich mich ja noch hören möchte. Ne? Ich denke, so ist jetzt ganz gut. Und Sentence Cities, anonyme Analytik. Also ich denke, der Rest, der passt alles. Bisschen leiser noch, bisschen noch. Okay. Also, zum Spiel Amphora. Also was ich drüber gelesen habe, ist es ein Spiel mit Rätseln bzw. ein Puzzle-Game. Ich habe mir das Spiel ausgesucht, weil ich das ultra schön finde. Schaut euch mal diese Grafik an. Ich finde, dass die Farben, alles, das ist... Oh, da kriege ich... Nein, wie soll ich sagen? Grafischen Orgasmus. nee, also ich habe das Spiel ausgesucht, weil ich es einfach von der Grafik her... Was soll ich sagen? Grafik. Also von der spielerischen Aufmache, von dem Seherlebnis, was man hier hat, einfach so überwältigend finde, dass ich es unbedingt spielen wollte. Also ich habe das vor ein paar Wochen gefunden oder entdeckt und musste natürlich meine anderen Projekte erstmal zu Ende spielen, um dann das spielen zu dürfen oder zu können. Und jetzt ist endlich die Zeit. Anna ist vorbei und Amphora kommt als nächstes dran. Ja. Ich würde sagen, wir fangen einfach an mit einem neuen Spiel und gucken mal, was uns da so erwartet. Okay, also auf jeden Fall schon mal ein sehr schönes Intro. Okay. Also wir sind hier dieser Rauch, wie man sieht. Und ich nehme jetzt einfach mal an... Ich nehme mal an, das Kind will die Puppe. Na? Oh, Mist. Ach so, ich komme doch... Ah, habt ihr gerade gesehen? Ich kann hier... Ja, das Kind wollte die Puppe. Ich habe hier ein Radio scheinbar. Testen wir das mal. Ah ja, genau. Hier komme ich nicht raus. Weiter komme ich nicht. So. Kind will Ball spielen. Oh, ich habe das Kind umgeschmissen. Warum geht das nicht? Wirst du wohl. Aber er findet's, oder sie findet's gut. Ah, schaut euch mal diese unglaublich tolle Grafik an. Und die Musik dazu ist natürlich auch total toll. Ah, okay, sie möchte es öfters. Ich finde das einfach genial. Das ist einfach echt schön. So, Karotten. Ah, hier ist ein Häschen. Ich nehme jetzt einfach mal an. Wir müssen das Häschen locken. Komm, Häschen. Komm. Hoppeldi-hopp. Hier ist das Karottchen. So. Ich nehme mal an, dass das wahrscheinlich ein Problem wäre, wenn ich die jetzt hier irgendwie dem Hasen hinschmeiße. Deswegen lassen wir das mal. So, mal gucken. Cool, was war das jetzt? Na? Ah, ich kann auch den Hasen nehmen. Das ist natürlich interessant. Also die Rätsel sind bis jetzt ja relativ einfach. Ja, ich würde sagen, wir hängen Wäsche auf. Unglaublich schön, ne? Da wird die Wäsche auch wirklich trocken. Aber einfach, also wie gesagt, das hat jetzt nicht irgendwie... groß damit zu tun, dass ich das unbedingt
Das ist unbedingt. Okay, hier ist eine Schaukel. Also, es ist jetzt nicht der Kracher an Spiel und es ist jetzt auch bis jetzt irgendwie nicht so. Okay, rechts, links. Und drehen. Ah, okay. Na, dann drehen wir es doch mal. So, und jetzt? Schön gerade ausrichten und dann hier ran, oder? So, also die Rätsel sind nicht so schwer, aber also ich fand die Grafik einfach vom Spiel, also allein das, was ich an Bildern gesehen habe, einfach so toll, dass ich es machen musste. Das war einfach, klasse. So, okay, und jetzt? Ah, okay. Okay, verstanden. So. Und also diese Grafik ist einfach der Hammer. Ein toller Zeichenstil. Unglaublich tolle Farben. Also, das ist halt schon der Hammer. Okay. Schildkröte und Hase. Und die Mutter liest ihrer Tochter etwas vor. Da passiert. Ah, okay. So, und jetzt? Ja, ich nehme an, die müssen darüber. Hä? Ah, wahrscheinlich muss die Schildkröte schneller sein als der Hase. Kennt ihr das mit dem Hasen und dem Igel, das Märchen? Ich nehme an, das ist so ein ähnliches und die Schildkröte ist einfach langsamer. Deswegen holen wir uns jetzt mal die Schildkröte. Zack. Oh, arme Schildkröte. Aber es hat funktioniert. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wie viel Minuten wir haben. Wir nehmen nämlich mittlerweile mit einem anderen Programm auf und da kann ich nicht mehr einstellen, wie lange ich jetzt schon, oder kann ich nicht mehr einstellen, wie lange das noch dauert. Okay, nee, das ist es nicht. Aha, und jetzt? Festhaken. Ah, okay. Okay. Zack. Und wir haben ihn gefangen. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, wir nehmen mit einem neuen Aufnahmeprogramm auf. Und seitdem kann ich nicht mehr sehen, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Deswegen, weiß ich jetzt nicht. Würde ich sagen, machen wir hier jetzt mal Schluss. Weil ich weiß, dass das Spiel nicht so lange dauert und wer doch. Ich möchte euch auf jeden Fall ein paar Folgen geben. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Es ist einfach von der Grafik oder vom Zeichnerischen her unglaublich toll, finde ich. Aber was haltet ihr davon? Ist es ein Let's Play? Wollt ihr mehr von solchen Sachen vielleicht auch sehen? Ja, schaut auch mal in unsere anderen Projekte rein. Also der Tobi spielt im Moment Dragon Age Inquisition und Nico und Dolo spielen World of Warcraft, entweder im Arena-Kampf oder halt auch mal so. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und da werden wir dann auch die Harfe zusammenbauen. Bis dann, danke fürs Zuschauen. Ciao!